Der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strohm hat sich für den Schutz von ehemaligen Muslimen ausgesprochen, denen die Abschiebung in ihre Heimatländer droht. Er äußerte sich in seinem Bischofsbericht vor der Landessynode am 26. November in Garmisch-Partenkirchen. Die Landeskirche trete vor allem für Konvertiten aus Afghanistan oder dem Iran ein, die sich in Deutschland taufen ließen. Sie seien besonders gefährdet, betonte Bedford Strohm. Man kann nicht auf der einen Seite immer wieder auf die Christenverfolgung in muslimischen Ländern hinweisen und dann still bleiben, wenn Muslime, die hier Christen geworden sind, in genau diese Länder abgeschoben werden. Brot für die Welt betreibt keine Missionsarbeit. Das sagt die Präsidentin des Evangelischen Hilfswerks, Pfarrerin Cornelia Füllkrug-Weitzel, in einem Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Anlass für das Gespräch ist die 60. Spendenaktion der Organisation, die am 1. Advent startet. Füllkrug-Weitzel zufolge gibt es eine Arbeitsteilung zwischen Missions- und Entwicklungswerken. Die Gründer von Brot für die Welt hätten Missionsarbeit von Anfang an ausgeschlossen. Der Dienst steht für uns im Vordergrund. Allerdings sprechen die Partnerkirchen des Werks über ihren Glauben als Motiv ihrer Hilfe. Unser Dienst ist also keineswegs ohne Zeugnis. Ich selbst, wir als Organisation, sprechen sehr viel von unserem Glauben als Motivation und Prägung für unsere Arbeit, so Füllkrug-Weitzel. Im vergangenen Jahr nahm Brot für die Welt Spenden und Kollekten in Höhe von 61,8 Millionen Euro ein. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Mitte November an einem Tag 9 Anti-Israel-Resolutionen verabschiedet. In ihnen wurden Menschenrechtsaspekte Israels verurteilt und eine Stärkung der palästinensischen Rechte gefordert. Auch der deutsche Vertreter habe laut Bild-Zeitung in 8 Fällen den Resolutionen zugestimmt. Sehen Sie dazu einen Kommentar von Lothar Klein, Vorsitzender der Sächsischen Israel-Freunde. Die Verurteilungen Israels in 9 UN-Resolutionen sind für mich ein Ausdruck tiefsten Antisemitismus. Dieses Messen mit zweierlei Maß ist zu einer bösen Tradition in der UN geworden. Kein Wort zu massiven Menschenrechtsverletzungen in den Nachbarstaaten Israels. Und deswegen müssen Christen ihre Stimmen erheben und nicht wieder schweigen wie in früheren Generationen. Und es wäre zum Beispiel wichtig, Briefe an den Bundesaußenminister zu schreiben, der gesagt hat, dass er wegen Auschwitz in die Politik gegangen ist und jetzt muss er sein eigenes Haus in Ordnung bringen und seinen Leuten vermitteln, dass dies der Glaubwürdigkeit Deutschlands gerade bei unseren israelischen Freunden ganz massiv schadet.